Es mag warm sein, aber es ist nicht zu warm für einen Extremismus-Crashkurs. Willkommen zu politische Grundbegriffe Teil 1. Fangen wir links an. Links bedeutet, man ist gegen die Ungleichheit in der Gesellschaft und gegen die Unterdrückung sozialer Stände zugunsten der Wirtschaft und gegen institutionelle Machtgefälle. Mit anderen Worten, für die Gleichheit der Menschen. Linksradikal bedeutet im Grunde genommen dasselbe, also eine radikale Ablehnung gegenüber Ungleichheit, Unfreiheit, Unterdrückung, Ausbeutung, all diesen Dingen. Linksextrem bedeutet, man ist kommunistisch-anarchistisch und man ist für die Egalität. Die Egalität bedeutet, dass alle Ressourcen komplett gleich verteilt sind. Also Macht und Geld ist gleichermaßen über die Gesellschaft verteilt. Rechte hingegen befürworten die Hierarchie in einer Gesellschaft aufgrund von individuellen Unterschieden, da diese als unveränderbar akzeptiert werden. Rechtsextrem heißt, man ist antipluralistisch, nationalistisch und chauvinistisch. Alle sollen draußen bleiben, wir können es besser und wir sind am besten dran, wenn wir auf uns selber gestellt sind. Und jetzt kommt das Interessante. Rechtsradikal ist nämlich im Grunde genommen genau dasselbe wie rechtsextrem. Da der Rechtsradikalismus im politisch-wissenschaftlichen Sinne nicht klar vom Rechtsextremismus zu unterscheiden ist. Rechtsradikale zielen immer noch auf die Destabilisierung grundlegender Institutionen und auf die antidemokratische Unterdrückung als minderwertig angesehener Menschengruppen. Mit anderen Worten, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus kommen in eine Bubble. Betrachten wir also den Linksextremismus und den Rechtsextremismus zusammen mit den Rechtsradikalen, können wir eins schließen. Beide sind grundlegend antidemokratisch. Machen wir weiter. In der Mitte habt ihr vielleicht dieses kleine Ding gesehen, da steht Populismus. Populismus ist die Ausnutzung von Stimmungslagen zu eigenen politischen Zwecken. Das gibt sowohl links als auch rechts. Zu guter Letzt kommen wir zum Begriff des Faschismus. Faschismus ist wahnsinnig schwierig zu definieren und hat sich über die Jahre immer wieder gewandelt in seiner Definition, ist aber prinzipiell antidemokratisch, antiliberal und antimarxistisch. Kann Faschismus links sein? Antwort ist nein. Denn Faschismus ist zwar antidemokratisch, so wie die Linksextremen, jedoch ist er nicht egalitär. Das heißt, der Punkt der Egalität kann mit dem Faschismus nicht kombiniert werden. Es gibt natürlich totalitäre, linksextreme Ideen. Und es gibt totalitäre, linksextreme Systeme. Diese sind aber nicht faschistisch. In anderen Worten, Faschismus haben wir nur bei den Rechten. Und dann haben wir noch die Antifa. Die ist gegen Faschismus. Ach was. Prinzipiell ist die Antifa auf dem politischen Spektrum nirgendwo wirklich einzuordnen, weil es keine politische Position ist. Sie ist lediglich eine Position gegen Faschismus. Da dieser aber hauptsächlich auf der rechten Seite auftritt, wird die Antifa ganz oft in die linke Ecke gekehrt. Denn die Antifa kann sowohl bei den Linken als auch hin und wieder mal bei den Rechten auftreten. Vielen Dank. Tschüss.